Ja, herzlich willkommen zu einem Video von kreativekirche.de. Heute soll es um das Thema Kältemittelmangel gehen. Ich möchte mit euch zuerst die Werte im Normalbetrieb anschauen. Ich habe die jetzt schon ein bisschen laufen. Und danach möchte ich Stück für Stück Kältemittel entnehmen. Und dann schauen wir uns an, wie die Werte dann aussehen. Ich habe parallel hier das Mitsubishi-Tool angeschlossen. Auch für die M-Serie gibt es eine Visualisierung, was ich mehr als genial finde. Denn hier sehen wir jetzt alle Fühler. Beginnen tun wir damit, dass wir uns die Werte anschauen, jetzt im Moment, so wie es gut ist. Wenn genug Kältemittel drin ist, alles funktioniert. Wir haben eine Luftansaugtemperatur von 25,6 Grad. Das heißt, wir saugen mit 25,6 Grad an. Und wir sehen das auch hier, wir haben eine Raumtemperatur von 24,7 Grad. Ich habe 16 Grad eingestellt. Das heißt, wir wollen jetzt wirklich kühlen, weil wir eine Differenzgrad von 8 Grad haben. Den Lüfter habe ich auf hohe Drehzahl gestellt, dass wir die Kälte jetzt aus dem Wärmetauscher rauskriegen. Dann können wir jetzt mal messen, wenn wir die Ausblastemperatur auf dieser Seite und auf dieser Seite messen. Auf der Seite ist ja der Eingang, das heißt, das Kältemittel wandert von dieser Seite zu dieser Seite und natürlich dann wieder zurück. Aber hier haben wir im Grunde noch die bisschen kältere Temperatur. Jetzt messen wir einfach mal. Im Tool selber sehen wir haben eine Oberflächentemperatur von 12 Grad. Das Thermometer, das bleibt so bei 11,5 Grad stehen. Das gleiche habe ich jetzt auf dieser Seite hier. Auch hier bleibt das Thermometer bei ca. 11,5, 11,4 Grad stehen. An der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, weil es da auch Fragen dazu gab. Mitsubishi, Daikin, Samsung, ich sag mal Geräte, die eher im Preis höher liegen. Bei denen ist es so, die haben eher eine höhere Ausblastemperatur, eine höhere Saugleitungstemperatur. Ist mir jetzt schon in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen. Eher günstige Geräte, die bollern hier manchmal auch mit 7 Grad raus und die Saugleitung ist bei 0 Grad, teilweise bei minus 1 Grad. Das heißt, wenn ihr Mitsubishi, Daikin, Samsung, also sehr hochwertige Geräte habt, und diese Werte, die ich jetzt hier habe, auf ein günstiges Gerät übertragt, dann könnt ihr da in aller Regel 3-4 Grad abziehen. Das heißt, wenn ich sage 11 Grad ist gut, könnt ihr da wahrscheinlich sagen 7 Grad ist gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Oberfläche Saugleitung ist zum Beispiel jetzt 10 Grad, dann ist bei günstigen Geräten oft bei 7 Grad, bei 5 Grad. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber das ist mir bei vielen Geräten, bei Midea, Kältebringer, bei diesen Geräten ist mir aufgefallen, damit tatsächlich die Werte einfach etwas tiefer sind. Vielleicht von der Regelung, vielleicht von der Leistung, ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt ein Gerät, wir saugen mit 25 Grad an, wir blasen mit 11 Grad Luft aus. Ihr seht auch schon, wir entfeuchten ziemlich stark. Das alles ist jetzt also Feuchtigkeit, die wir aus der Umgebungsluft rausholen, was viel Energie kostet, aber auch für unser Wohlempfinden wichtig ist. Also, wir waren bei den Temperaturen. Ich habe jetzt eine Saugleitungsoberflächentemperatur, also hier die Saugleitung. Also hier die Saugleitung habe ich jetzt gerade 8 Grad. Das sind Werte, die ziemlich gut sind. Ich habe ja hier noch an der Verdichte-Endtemperatur sind wir jetzt gerade bei 60 Grad. Das sind also Werte jetzt für die Anlage, die richtig gut sind. Wir haben eine Ausblastemperatur von 11 Grad, wir haben Oberflächentemperatur von der Saugleitung um die 8 Grad und wir haben eine Verdichtungsendtemperatur um die 60 Grad. Das Gerät steht jetzt natürlich in diesem alten Ölraum hier, wo es einigermaßen kühl ist. Das heißt, die verdichte Endtemperatur, die kann durchaus höher sein. Das heißt, die kann gut und gerne von mir aus auch bei 70, 75 Grad sein. Das wäre noch völlig unproblematisch. Aber mit dieser Anlage hier wäre ich jetzt so völlig zufrieden. Wenn das Gerät natürlich auf dem Dach steht, in der prallen Sonne, dann ist klar, dass ich hier nicht eben 60 Grad verdichte Endtemperatur habe, sondern 10, 12 auf 15 Grad höher. Aber das ist alles soweit völlig im Rahmen. Ein wichtiges Indiz, wir machen die Klappe auf, nehmen die beiden Filter raus. Und wenn ihr kein Thermometer, nichts habt, dann seht ihr jetzt am Wärmetauscher Folgendes. Von rechts nach links sind ja überall gleichmäßig viele Tröpfchen. Das gilt nur im Hochsommer aus dem einfachen Grund, weil die Luftfeuchte hoch ist. Aber
Wenn ihr dieses Bild habt, dass überall gleichmäßig Tröpfchen hängen und nirgends irgendwie eine Bereifung zu sehen ist, vor allem einseitig, dann passt es soweit. Und deswegen können wir sagen, diese Anlage, so wie sie jetzt läuft, läuft wirklich, also von den Werten, perfekt. Ich habe jetzt genau 200 Gramm aus der Anlage raus. Und wenn ich jetzt mit der Hand hier vorne hinlang, dann merke ich das noch nicht großartig. Das wird mir jetzt gar nicht auffallen. Wenn ich jetzt aber vor allem die Ausmaßtemperatur messe, dann hatte ich vor 11 Grad und jetzt bin ich die ganze Zeit so bei 14 Grad. Und das kann man durchaus sagen, wenn eure Ausblastemperatur bei Mitsubishi und Daikin eben größer als 13 Grad ist, dann kann man sagen, ja, das müsste man mal genauer hinschauen. Das ist aber nur ein Indikator, natürlich die Ausblastemperatur. Der andere Indikator ist natürlich die Heißgastemperatur. Ihr seht jetzt, wir haben hier 67,5 Grad. Ich habe hier drin nichts geändert. Wir haben immer noch eine Raumtemperatur von 24,7 Grad. Und trotzdem ist die verdichte Endtemperatur um knappe 9 Grad gestiegen, obwohl sich nichts geändert hat und die Anlage nach wie vor genauso läuft. Die verdichte Endtemperatur ist relativ schwierig. Aus dem einfachen Grund, wenn das Gerät jetzt auf dem Dach in der Sonne steht, dann ist die von mir aus auch bei 78, 79 Grad und ist immer noch in Ordnung. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, welche Umgebungstemperatur scheint die Sonne drauf. Aber wenn ich bei so einem Gerät, bei den Bedingungen 70 Grad habe, dann kann ich sagen, ja, das ist ein zweiter Indikator, aber das ist mehr so empirisch, sage ich mal. Ich gehe eine Anlage, ich messe das und dann kriegt man ein Gespür dafür, wie man sucht. Deswegen die Ausblastemperatur sind wir bei 13,7, aber kälter wie 13,5 wird es nicht mehr, müsste aber. Mit dieser Anlage könnt ihr wahrscheinlich nach wie vor euren Raum, euer Zimmer kühlen, aber energetisch ist nicht sinnvoll und wir sehen es an der verdichte Endtemperatur. Unsere Verdichter sind saugasgekühlt, das heißt wir saugen Kältemittel durch den Verdichter. Der kühlt die Wicklung und den Prozess und deswegen komme ich bei Kältemittelmangel einfach viel Wärme raus. Sehen wir daran, wir haben an der Saugleitungsoberfläche haben wir jetzt 11 Grad. Und jetzt natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich mit 8 Grad Oberflächentemperatur in den Verdichter komme, dann kann ich natürlich viel besser kühlen, als wenn ich nur mit 11 Grad zurückkomme. Und das sehen wir eben jetzt an der verdichte Endtemperatur. Ich kriege nicht so kaltes Kältemittel zurück, vielleicht sogar vollständig überhitztes Kältemittel. Und dann kann ich den Verdichter nicht mehr kühlen. Sieht man auch daran, der Flüssigkeitsabscheider, der schwitzt nicht gar nichts. Also der dürfte im Betrieb durchaus etwas nass werden. Und wenn ich jetzt an den Verdichter hinlang, dann merke ich, der ist extrem heiß. Das heißt, diese 200 Gramm, die werden sich auf die Lebensdauer von dem Verdichter auswirken. Weil der hier, der ist richtig heiß. Und der Flüssigkeitsabscheider, der ist warm. Das heißt, 200 Gramm machen das hier aus. Jetzt lasse ich nochmal 200 Gramm in die Flasche rein und dann beobachten wir die Werte weiterhin. Jetzt fehlen also weitere 200 Gramm, wir haben noch 290 Gramm in der Anlage. Jetzt sehen wir auch, was passiert, jetzt sieht man es auch mit den Augen. Man sieht, hier oben bildet sich so eine Reif, so eine Eisschicht. Und das ist deswegen, wir verschieben im Log-pH-Diagramm, also verschieben unseren ganzen Kälteprozess, verschieben wir jetzt. Und anstatt, dass das Kältemittel, das hier jetzt schon so vereist, unseren Verdichter kühlt, das sehen wir an der verdichte Endtemperatur, da sind wir jetzt schon bei 72 Grad, anstatt dass dieser Prozess hier, der jetzt hier so die Überhitzung quasi zu Ende ist, der normalerweise unseren Verdichter kühlt, der findet jetzt hier im Wärmetausch statt und das wächst dann zu. Wir haben eine Ausblastemperatur so um die 17,5, 17,7, 17,9 Grad. Mit dieser Anlage kriegt ihr euren Serverraum oder vielleicht auch Kleinigkeiten immer noch kalt. Aber sobald ein warmer Tag kommt, hat sich's erledigt. Und jetzt wird es auch spürbar. Also meistens ab hier rufen Kunden an und sagen, oh, die kühlt nicht mehr richtig. Deswegen ist eine Wartung an einem Splitgerät schon wichtig. Ob ich 200 Gramm weniger habe oder 400 Gramm, macht einen riesen Unterschied. Vor allen Dingen, das sehen Sie jetzt, die verdichte Endtemperatur steigt weiter. Und damit macht ihr natürlich den Verdichter kaputt. Das tut ihr nicht gut, wenn der permanent so heiß in der verdichte Endtemperatur ist. Wobei das hier ist nicht mal verdichte Endtemperatur, das ist ja eigentlich der Fühler oben auf dem Verdichter. Das heißt, die verdichte Endtemperatur ist vermutlich nochmal 5, 6 Grad höher, wenn wir die am Kupferrohr messen und nicht am Verdichter oben. Also, habt ihr 200 Gramm weniger,
dann ist die Ausblastemperatur und die Saugleitungstemperatur einfach leicht erhöht, ist aber schwierig festzustellen. Wenn jetzt bei der Anlage 400 Gramm fehlen, dann sehen wir, wir haben jetzt die Saugleitungstemperatur von 12 Grad und vor allen Dingen sehen wir es aber in der Ausblastemperatur und am Wärmetauschebild. Ich tue jetzt nochmal 100 Gramm raus. Ich habe jetzt also nochmal 100 Gramm raus. Man sieht, die verdichte Endtemperatur ist jetzt bei 75 Grad und die steigt jetzt noch weiter an. Wir sehen, der Wärmetauscher wächst weiter zu hier oben mit Eisbildung. Und jetzt müssen wir schon gar nicht mehr darüber reden, dass irgendjemand es feststellt. Vor allem in einem Blick ans Außengerät. Und man sieht schon, das Ventil von der Einspritzleitung fängt jetzt an zu bereifen. Also spätestens hier kommt ja auch wirklich keine Kälteleistung mehr raus. Da haben wir nichts mehr. Wir haben Oberfläche, Saugleitung immerhin noch 12,5 Grad. Aber auch das steigt jetzt. Aber jetzt haben wir auch einen Verdampfungsdruck von 3,6 Bar. Das heißt, wir sind da schon bei minus 15 Grad. Und minus 15 Grad, 4 Bar, ist für R32 von 410A schon mal wesentlich zu hoch. Vielleicht zusammenfassend. Wer keinen Kälteschein hat, keinen Kältelangbau hat, der sollte die Ausblastemperatur messen. Am besten, wenn die Anlage neu ist. Und das irgendwo in den Deckel reinschreiben. Und am besten eine Stunde messen und da den Mittelwert da reinschreiben. Bei der Wartung nächstes Jahr messen und wenn ihr seht, ich bin dann gerade drüber, keine Sorgen machen. Und vielleicht eine Woche später nochmal messen und wenn ihr seht, das kommt nicht mehr auf die Temperatur, wo es mal war, dann wäre ich ein bisschen feinfühliger. Für alle, die einen Kälteschein haben, die Kältelangbauer sind, die Wartung machen, würde ich zur Ausblastemperatur auf jeden Fall noch die Oberflächentemperatur von der Saugleitung messen. Aus dem einfachen Grund, die muss im Verhältnis zur Ausblastemperatur schon auch passen. Bin ich da an der Saugleitungstemperatur höher als 12, 13 Grad, auch dann stimmt irgendwas nicht, dann passt es nicht. Wohlgemerkt, Mitsubishi, Daikin, Samsung, Fujitsu, Mitsubishi Heavy, solche Dinge. Kauft ihr so günstige Geräte, einfach billigere Geräte, seid ihr oft tiefer in der Temperatur. Das sind Splitgeräte. Und komme ich zu einem Kaltwassersatz, kann ich dir ganz genau sagen, ich habe eine Überhitzung und eine Kühlung, ich habe das und das und das. Ein Splitklimagerät, das ist ein bisschen wie ein kleines Kind. Das schwätzt nicht mit euch, das schreit nur. War bei uns zumindest so. Und ihr müsst ein bisschen rausfinden, woran könnte es denn sein. Das werdet ihr merken, Splitgeräte, also ich persönlich finde Splitgeräte oftmals schwieriger wie ein Kaltwassersatz von Kombitherm. Dann weißt du genau, wie die Werte sein müssen. Hier gibt es ganz viel Spielraum für Interpretation. Und da, wo wir uns rantasten, wie gesagt, zum Kältemittelmangel geht es vor allem um die Ausblastemperatur und die Saugleitungstemperatur.